Ja, wir haben letztes Mal einen Plan gefasst. Jetzt ist die Frage, ob wir den umsetzen können. Beziehungsweise ich. Ihr seid ja weltweit unbeteiligt. Und ich werde mal gucken, ob das einigermaßen funktioniert, was ich mir hier ausgedacht habe. Ob ich da überhaupt hochkomme oder ob mir das irgendwas bringt. Muss so sein. Vor allem oberhalb überhaupt lang klettern kann. Sieht nämlich leider so aus, dass es ziemlich nah unter der Decke hier ist, oder? Oh Gott, das hätte ich nicht tun sollen. Moment. Im Namen des Gottes. Das können wir auf jeden Fall nicht. Ich konnte doch eben konnte ich das kurz looten da oben. So, wenn ich das loslasse, sterbe ich. Oder? Ich könnte versuchen. Ich muss irgendwie da oben lang halt. Das ist halt richtig, richtig scheiße da. Ich versuche jetzt mal von hier oben ins Wasser zu springen, ob das klappt. Wahrscheinlich macht es mega Lärm. Nee, interessiert ja nicht so. Gut. Hat dein Kessel gezischt? Kein Kessel, mein Freund, aber so ähnlich. Ich will da oben rein. So, also ich muss warten, bis der irgendwo hier vorne ist. Und sich umdreht auf jeden Fall wieder. Dann sind die beiden noch da. Und da kann ich vielleicht den einen wegholen von da hinten auf der anderen Seite, wobei der die ganze Zeit darüber guckt. Wenn ich hier einen Efeu-Pfeil hochschieße? Ich weiß es nicht, ich muss ja ausprobieren. Muss uns ein bisschen gedulden gerade mal. Was kommt da eigentlich für ein komischer Dampf da oben raus? Ganz eigenartige Sache. Hier können nicht mehr so viel sein eigentlich. Da hinten. Ach, der dreht sich dann irgendwann wieder um. Dann dreht der sich andersrum. Okay. Jetzt ist die Frage, ich hoffe, der hier ist, also der wird nicht gesehen, wenn ich den hier einmal überziehe. Doch, wo, ich weiß gar nicht, wo der sich umdreht. Ich hoffe. Schmiedet nicht den Hammer. Das ist die Zeit, ja! Bis ich den Salamander gefunden habe. Jetzt kein Salamander. Okay, woanders lang. Holy shit. Wenn das ein Kessel war, sollte er bald repariert werden, damit er nicht mehr pfeift. Da dreht er sich einfach mal direkt vor mir um, geht in die andere Richtung. Richtig lucky. So richtig, richtig lucky war das gerade. Also ich kann auf jeden Fall nicht hier über die Brücke gehen. Das ist mir zu hell. Danke, Dingebauer, für all seine Geschenke. Da hinten komme ich halt nirgendwo hoch. Wobei doch. Naja, das Seil ist nicht lang genug dann. Kommen.
Wenn ich euch finde, werde ich euch zerquetschen. Im Namen des Karas, kommt heraus! Oh Gott, jetzt haben sie mich natürlich schon gehört. Ich hoffe, die sind jetzt nicht so hypersensibel. Ich werde euch suchen, bis ich euch gefunden habe. Schon da oben, mein Freund. Wobei, einer könnte runterkommen, das wäre jetzt nicht perfekt. Habe ich noch Lärmfälle? Natürlich nicht dabei, ne? Kann ich vielleicht mit dem Pfeil dasselbe Ergebnis erzielen? Da ist keine Metalloberfläche irgendwo, wo ich hinschießen kann, oder? Hier schleicht ein Fremder herum. Ja, komm runter und guck nach, mein Freund. Einer. Kommt heraus und ergebt euch! Verschwunden. Ja, komm runter. Aufwachen, mein Bruder. Es geschehen seltsame Dinge. Nein, nicht wieder hochgehen. Gut, ich will nur einen. Jetzt würde mir richtig. Die Geduld des Erbauers ist in mir. Habe ich noch einen Gasfall? Ich kann euch riechen. Ich fürchte, hier ist ein Eindringling. Ihr werdet uns nicht mehr stören. Karas steht mir bei. Heide! Ja. Ich hoffe, ich brauche nicht noch einen. Das war der erste Fall so richtig, richtig mies. Aber okay, passt. Das funktioniert. Ich kann den Teil erkunden, den ich noch erkunden muss. Und das sieht auch nach dem Wasserding aus. Ja, alte Schlafquartiere überflutet. Und hier soll ja angeblich das Buch von Karas irgendwo verschütt gegangen sein für die. Im neuen Buch der Glaubenssätze des großen Erbauers, Entwurf Seite 16. Karas sah, dass jegliches von Natur aus schwache Wesen, ganz gleich ob Mensch, Tier oder Pflanze, vom gasförmigen nekrotischen Mutox verzehrt wird und zu Rost zerfällt. Karas hat dies viele Male wieder und wieder beobachtet, da er in diesem Vorgang die Präsenz der Wahrhaftigkeit spüren konnte. Egal, ob es aus Kanistern oder aus den Masken der Diener austrat, Karas beobachtete die Wirkung des Gases stets aus nächster Nähe und dennoch sicherer Entfernung. Und am Ende eines jeden Experiments studierte Karas stets eifrig die Überreste auf ihre vergorgene Bedeutung. Verborgene wahrscheinlich. Und nun blickte Karas zurück auf seine Forschung und sprach: O großer Erbauer, ich fühle deinen Willen in mir. Ich weiß, dass ich auserwählt wurde, dein Paradies auf Erden zu verwirklichen. Wenn ich versage, soll mich dein Zorn verzehren und ich möge für alle Zeit in den Wäldern, die du für die Unwürdigen geschaffen hast, verdammt sein. Großer Erbauer, mein Geist wird stark sein und meine Maschinen werden nicht versagen und der Tod soll mich nicht ereilen. In deinem Namen werde ich eine Schatzkammer in der Kathedrale von Soulforge errichten. In dieser Kammer, in der mich niemand verletzen kann, werde ich bleiben. Jeden Aspekt meines Plans werde ich überprüfen und jede Schwachstelle werde ich ausmerzen. Das ist natürlich mal eine Maßnahme auf jeden Fall. Shit. Ich glaube fast nicht, oder? Sieht ja jetzt nicht so aus. Okay. Dann können wir wieder zurück auf jeden Fall. Dann haben wir jetzt ein weiteres Ziel erfüllt. Finden und lesen Sie eine weitere Passage im neuen der Glaubenssätze des großen Erbauers. Haben wir gemacht. Dann müssen wir jetzt noch eine Probe des Rostgases stehlen und sie zu Victoria bringen. Ich weiß nicht, wie ich die zu Victoria bringen soll, aber klauen kann ich die auf jeden Fall. Die
wird dann ja wahrscheinlich in der Piratenkneipe irgendwo hier so drin sein, denke ich mal. Also im Unterwasservorposten 2. Der Teil, der mir jetzt eigentlich noch so fehlt. Und dann brauchen wir noch den Schlüssel. Ah, 105 Schlüssel haben wir schon. Da soll ich mich am Ende ja einfinden. Also quasi abfahren. Da wir mit dem U-Boot fahren. Jetzt brauchen wir erstmal noch die Rostgasprobe. Das werden wir irgendwo hier finden. Hoffe ich. Hier räuspert sich schon wer. Erstmal das Licht aus, auf jeden Fall. Finde ich auch wieder so eine geile Mission, so eine Unterwasserbasis. Also zu verpacken, ist schon ziemlich cool gemacht. Oha, ich versuche das mal vorzulesen. Captain, heute sind wir auf diesen skorbutkranken Leuchtturmwärter gestoßen. Wir haben versucht, ihn zu shanghaien, aber der Kerl heulte wie ein räudiger Köter. Plapperte von seiner Holden, die in seinem Schlupfwinkel kommen sollte. Als Kahn haben wir sie für euch übernommen. Außerdem hat der Kerl eine Menge Beute versteckt. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ihr solltet übrigens wissen, dass die Crew die Hürde nach euch benennen möchte. Das ist ein stolzer Tag für die Bruderschaft der See, Thomas. Das ist halt in, ja, Piratendeutsch geschrieben. Also, quasi nicht lesbar für normale Menschen. Die irgendwie einen Hang zur deutschen Sprache haben. Zähle ich auch durchaus zu. So, gehen wir mal gucken. Hat sich doch weggeräuspert. Okay, geht's einmal nach oben. Geht's zur Seite raus. Das ist alles scheinbar nur ein Raum. Erstmal, da geht's irgendwo noch hier hinten hin. Und hier ist ja, glaube ich, dieser Bereich, der dann hier genau zur Cetus Amicus rüberführt. Die für mich immer noch aussieht wie ein riesiges Phallus-Symbol auf der Karte. Was ist das für ein Geräusch, das leise mich ruft? Das ist überhaupt kein Geräusch gewesen, mein Freund. Wie bist du überhaupt? Da hinten ist die Kamera, die ich ausgeschaltet habe. Hier hätte ich sogar ein Feuerfall geschenkt bekommen. Wahrscheinlich um eben die Kamera auszumachen. Ist der hier drin, der Typ? Hier, wo ist der? Hier haben wir nämlich alle Schlüssel bekommen. Und damit war nicht auf der Verladeliste. Auch. Ach, ich glaube, die lag an Deck. Ich glaube, in der Verladeliste war nämlich aufgelistet, dass in einem davon auch die Rostgasprobe nämlich drin ist. Oder Rostgas damit transportiert wird. Aber trotzdem mal, ob hier was hat und vielleicht noch ein bisschen Gold abgelegt ist für mich oder Silber. Scheint leider nicht der Fall zu sein. So, da geht's aufs Schiff. Da will ich gerade nur noch nicht hin. Weil es hier noch irgendwo hingeht. Der ist genau über mir lang klatscht. Was ist denn das hier? Ach nee, da ging es da gar nicht. Doch, hier bin ich gerade lang auf dem Weg nach hier oben. Vielleicht ist auch hier irgendwo die Rostgasproduktion erst. Oh shit. Im Namen des großen Karas. Das Hauptlager. Ist da jemand? Hier ist niemand. Genau neben dem aufgetaucht bin, ey. Die Schatten können. Was? Kein Laut. Gelobt sei der Erbauer.
jetzt einer lang oder nicht? Nee. Okay. War das der einzige, der hier vorstand? Ja, natürlich ganz praktisch. Ich hoffe, da ist jetzt nicht da hinten gerade einer hingelaufen, um da zu patrouillieren. Ich bin jetzt hier richtig am Arsch. Ich habe das Gefühl, dass ich meine ganzen, die ich dieses Level verwende, im nächsten wiederverwenden muss. Könnte ich mir so vorstellen, weil ich natürlich unterwegs auf der Cetus Amicus nicht einkaufen werde können. What? Das passt beides nicht, okay. Natürlich Dunkelheit. Baue auf Holz und du bist verlassen. Ist der in seinem Mate gerade vorbeigelaufen? Ja, der zieht hier nicht auf. Oh shit. Oh shit. Ein Geräusch. Ich bin mir dessen sicher wie der Erbauer selbst. Oh! Holy fuck, wie der tatsächlich an dem Typ hier vorbeigelaufen ist. Wie ich mir ziemlich sicher war, dass ich angehört hatte. Richtig lucky schon wieder. Dritte Mal in der Folge. Aber das mit dem Schlüssel hier wurmt mich. Wieso kann ich hier die Truhe nicht aufmachen? Das ist nämlich beides ausgeräumt, ist okay. Das ist ja nicht für den Frachtcontainer oder so. Damit hat das eigentlich auch nichts zu tun. Vielleicht ist einfach offen. Nehmen wir einen Ausgascontainer. Gucken wir gerade, ob hier unten noch irgendwo schön was liegt. Dann gehen wir jetzt aufs Boot. Öffnen mit den vier Schlüsseln, die wir dabei haben. Das packe ich auch alles in die Folge ruhig. Die vier Frachtcontainer, und dann werden wir uns in Container Nummer 5 verstecken. Das ist jetzt unser Plan. Ich denke, der ist haltbar. Es gibt ja irgendwo hinten diese Luke, die ich nehmen kann, weil der eine Typ ist immer noch da oben am Start. Jetzt kommen wir jetzt direkt unten hin. Waffen, Tränke, Rostgas, Kameras und diverse Ausrüstungsgegenstände. Ja, dann würde ich sagen, machen wir alles mal auf. Das waren die Waffen. Frachtcontainer Nummer 2. Nehmen wir auch mit. Frachtcontainer Nummer 3. Zusammen. Sollte ich das Gas drin lagern? Whatever. Auf jeden Fall noch schon mal eine Gasmine mitgenommen. Das finde ich sehr gut. Gut, dass es gar nicht laut ist. Kameras. Eine Kamera-Augen für mich. Ich kann ich vielleicht auch mal mehr einsetzen. So, und dann quasi pünktlich zum Folgenende. Ja, ziemlich eng. Ich hoffe, das wird eine kurze Reise oder kurze Fahrt. So,
haben wir alles geschafft. Statistik. Stunde 25 gebraucht, relativ kurze Mission eigentlich. Oh, ich habe das Gebäude übersehen. Irgendwo wird es noch welche gegeben. Das Secret haben wir auf jeden Fall gefunden, dass es gab. Zwei Metallwesen stillgelegt. Mittlerweile 16.000 Beute, denke ich, insgesamt. Und schon 15 Stunden am Spielen, fast 16 Stunden. Mit dem Call of Duty wären wir schon dreimal durch. Und wir fahren aber nochmal fort. Drei Dinge führten mich auf Markhams Insel. Victorias Agent, das Cetus-Projekt und Bruder Carvador. Leider konnte ich für den guten alten Lotus nicht mehr viel tun, aber immerhin gab er mir noch einige Informationen. Und jetzt weiß ich mehr über dieses Cetus-Projekt, als mir lieb ist. Die Kerle haben ein Schiff gebaut, das unter Wasser fahren kann. Sieht so aus, als wäre dieser hässliche Fisch aus Eisen das Verbindungsglied zu Carvador. Ich muss also auf dieses Schiff, wenn ich ihn finden möchte, ob ich nun will oder nicht. Ach, Victoria hat ja keine Ahnung, was ich hier für sie riskiere. Natürlich ist es nicht damit getan, Bruder Carvador an diesen seltsamen KD-Ort zu finden. Ich Idiot musste ja auch noch versprechen, dass ich ihn zurückbringe. In einem Stück. Vielleicht sollte ich mir einen anderen Heimweg suchen. Es ist ja auch ohne Bruder Carvador im Schlepptau schon eng genug. Abgesehen davon gefällt es mir überhaupt nicht, wie ein Mechanist zu reisen. Und solange ich diesen geheimen Ort suche, werde ich Augen und Ohren aufsperren. Denn manchmal sind es Kleinigkeiten, die den großen Unterschied ausmachen. So, Mission Entführung. Sie haben Bruder Carvador lange genug gesucht. Entführen Sie ihn und fliehen Sie. Carvador kann keine Fragen beantworten, wenn er tot ist. Lassen Sie nicht zu, dass ihm etwas zustößt. Was hat Karas vor? Da es sich hier um eine Erfindung der Mechanisten handelt, liegt sicher irgendwo ein Plan herum. Finden Sie ihn? Gewalt ist nur etwas für Anfänger und Mechanisten. Da Sie weder ein Anfänger noch ein Mechanist sind, sollten Sie bei Ihren Nachforschern niemanden töten. Wenn ich das eben runterschalte, kommt eben nur das Niemanden töten der Part dazu. Jo, wir machen hier mal Ende, fahren morgen fort. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann.